Ja, hallo mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online, wie immer auf Fränkisch. Es geht weiter. Es zieht sich. Es zieht sich ein wenig. Aber das macht ja nichts. Ist ja auch schön. Der zweite Schrein ist in der dahinterliegenden Kammer. Es gibt einen Kniff, sie zu erreichen, eine Art Rätsel. Aber ich erinnere mich nicht an die Lösung. Okay, ne, das kann ich, töte alles, lauf über irgendwelche Punkte am Boden, höchstwahrscheinlich. Oder? Der Altar ist auf der anderen Seite. Man muss die Zugbrücke runterlassen, um ihn zu erreichen. Mhm. Alles klar. Ich hab keine Ahnung. Ich hab Eigenschaft passgenau für Metallkürass. What? Was heißt denn jetzt das? Achso, weil ich aber was erforscht. Alles klar. Und? Ja, das ist natürlich jetzt doof. Ich bin vollkommen überfordert mit solchen Rätseln. Ich weiß immer nie, was ich drücken muss. So? Ihr habt es geschafft, die Brücke ist unten. Ja, das war total leicht. Ich habe kaum 15 Minuten dafür gebraucht. Was ist denn das? Das klingt nicht gut hier. Sind wir jetzt hier bossen? Müssen wir bossen? Oder geht's so? Geht's so? Erst einmal geht's so. Stendar, Gott der Gnade, Wohltat und Gerechtigkeit, mit eurer Gnade und durch diese Weihen. Das sieht verdammt wir cool aus. Schutzzauber zu brechen und uns sichere Reise in das Gewölbe der Könige zu gewähren. Okay, der Rückweg wird dann doch ein bisschen schwieriger. Oh, nichts, schade. Gibt's hier dennoch irgendwo eine Truhe? Es gab schon einige Truhen. Was ja schon sau cool ist. Endlich, sowas hätte man sich von Anfang an gewünscht. Vielleicht gab's es von Anfang an, ich hab's noch nie mitbekommen. Kann natürlich auch sein. Es ist nicht Hickory Schild, der what? Der what? Der what? Der what? Ich habe jetzt. Ja, doch, ich habe sogar noch ein kleines Schwert. Der Stufe 40 sogar. Aber es ist natürlich, was ich habe, ist natürlich 2 in der Stufe 40. Ich hätte vorhin das andere Schwert nehmen sollen. Ich hätte es machen sollen. Ich kann sperren. Gut. So weit, so gut.
Feuchte Korridore, bröckelnde Wände, übler Geruch. Dieser Ort hat alle Vorzüge eines Bordells in Riften. Das muss sich für euch wie Heimat anfühlen, Titanenkind. Er meint eine Krypta, gefüllt mit den verrotteten Leichen von inzüchtigen Königen und gescheiterten Staatsmännern. Fast wie bei einer Familienfeier der Tarns. In den Sommermonaten ist es viel angenehmer. Ist das jetzt ein Versuch, witzig zu sein, weil dann, ne? Naja. Bin ich ein wenig enttäuscht jetzt gerade von dem Humor. Bordellhumor. Das ist doch so Risen. Risen-Humor. Okay. Oh, 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 oh. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Da bin ich ehrlich. Da möchte ich am liebsten gar nicht da sein. Stendars Gnade und dem Schwert meines Vaters, ihr werdet nicht gewinnen, Manni Marco. Bald werdet ihr die Größe meiner Macht erkennen und euch vor mir verneigen. Huch. What? Durch die Macht des Amuletts der Könige werde ich verwandelt. Alle Nationen Tamriels werden sich vor mir verbeugen. Sie werden mich anbeten und um eine Gnade betteln. Was ist denn deine Illusion? Manni Marco, als ihren einzigen wahren Gott kennen. Damit kommt ihr niemals durch, Manni Marco. Wir werden euch bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Aber meine alten Freunde, versucht doch, mich aufzuhalten. Ja, was machen wir denn da? Ne? Es waren tatsächlich immer mehr. Ach, das war jetzt blöd. Naja. Naja, das, also solange das immer nur solche Knochendiener da sind, einzeln vor allem, dann ist das, glaube ich, machbar. Machbar. Kriegergilde Stufe 5. Aha. Aha. Plupp. Was ist denn das? Ganz kaputt. Alles unter Wasser hier. Dass du einen ganz einen tollen Ort hast, da rausgesucht. Ein Chemiefläschchen, nehmen wir mal mit. Gewölbe der Könige. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Saisahan. Da ist sie. Die Tür zum Gewölbe. Was muss ich tun? Die Schreine wurden in Stendars Namen geweiht. Jetzt müssen wir den Ring von Stendars Gnade einsetzen, um die Gewölbetüren zu öffnen. Wie denn? Stellt euch in den Zauberkreis und zeigt mit dem Ring auf die Türen, um den Schutzzauber aufzuheben. Okay. Tschö. Yeah, Spratzel, Spratzel. Seht, das
Ich kann es von hier aus sehen. Ich habe euch gesagt, dass ich den Schutzzauber brechen würde. Und jetzt werde ich euch brechen. Oh no. Oh no. Ich habe da, glaube ich, schon mal ein Video gesehen. Oh Gott. Na dann. Ja, und ihr kommt jetzt auch nicht mit, weil ihr habt keine Lust oder was. Eben, kommt doch mal. Was soll das? Oh. Ja, lenkt ab ist gut. Puh, das hat jetzt eben geleckt. Genau. Schließt der nächste Tor, oder? Hm. Ich konzentriere mich wie ein großer. Glaubst du gar nicht, wie ich mich da konzentriere? Ah, verdammte Axt. Ja, ich war leider halt auch schwächer, weißt? Deswegen das Problem. So, geht kaputt. Das ist ja gar nicht so schwer, haben sie es abgeschwächt. Denkt ihr wirklich, dass der Higari-Heilungsstab. Nekromanten Tamriels jemals aufhalten. Nee, aber hoffentlich Maluk ist nur ein Übergang. Ball. Mein erster Schritt zu wahr. Werdet jetzt Zeuge meiner wahren Macht. Schaut zu, während ich aus dem Grab auferstehe. Ihr denkt, ihr könntet Herrn der Gewalt und Unterwerfung ohne Konsequenzen hintergehen? Oh. Ihr werdet für eure Arroganz bezahlen. Für alle Ewigkeit werdet ihr Qualen leiden. Oh. Eure gequälten Schreie werden als Warnung für andere durch das ganze Reich des Verderbens. Tja. Olakbal. Dumm gelaufen, ne? Ganz schön Kerbe hat er hinterlassen. Also, dann schnappen wir uns einmal das Amulett der Könige. Warum brauchen wir das jetzt noch, nachdem Marco weg ist? Schaut, was wir erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Wie ungewöhnlich optimistisch von euch, Titanenkind. Das sollte ich auf ein Kissen sticken lassen. Die Göttlichen gaben euch nicht ohne Grund eine Nase, Tarn. Dann könnt ihr den Mund halten und trotzdem atmen. Gut gespielt, Titanenkind. Gut gespielt. Okay. Wir sind hier fertig. Nö, das war doch jetzt ganz nett. Wir haben den Manni Marco besiegt. Das war jetzt gar nicht so schwer. Also das müssen sie abgeschwächt haben. Oder ich bin super mächtig. Was natürlich letzteres ist natürlich deutlich wahrscheinlicher. Das ist ja ganz klar. Ganz klar. Okay, cool. Schön. Und jetzt? War das jetzt eigentlich unsere Aufgabe schon seit Anfang an? Nee. Es ist vollbracht. Das Amulett der Könige gehört wieder. Und der Manni Marco ist besiegt. Manni Marco wird für den Rest der Ewigkeit teuer bezahlen. Man kann keine Intrige gegen den Gott der Intrigen spinnen, ohne einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Ich kann mir die Qualen nicht vorstellen, die ihn erwarten. Was machen wir jetzt?
Sasahan muss sich ausruhen, genau wie wir anderen auch. Wir können jetzt ein wenig ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass der König der Würmer besiegt wurde. Aber wir sollten uns nicht zu lange ausruhen. Molag Bal ist noch immer eine große Bedrohung und die Ebenenverschmelzung muss aufgehalten werden. Wenn nicht, war all dies umsonst. Und meine Seele? Ich habe vielleicht nicht ganz unwichtig. Das ist nur ein weiteres Teil des Puzzles und wir werden uns zur rechten Zeit darum kümmern. Doch fürs Erste sollten wir uns ausruhen und uns erholen. Wie immer werde ich mich bald wieder bei euch melden. Möget ihr im Licht wandeln, Entseelter. Fertigkeitspunkt und Magieresistenzring. Das klingt doch gut. Den können wir doch gleich mal anlegen. Und das ist der? Jawohl. Den nehmen wir doch mal statt dem hier. Weil diese Ausdauerkostenverringerung, die ist mir jetzt ja nicht mehr so wichtig. Yay! Der Schatten von Sankretor. Sankre de. Wie auch immer wir das nennen sollten. Sehr schön. Gut. Hervorragend. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann questen wir wieder weiter. Fröhlich. Und irgendwann kommt da ja bestimmt nochmal dieser Typ. Ich schätze mal 45 oder sowas. Und dann geht's dem Ende entgegen. Okay, bis demnächst. Tschüss.